Na komm her. Ach du Scheiße. Ach du. Oh, sind das zwei große? Nein, oder? Oh, zwei Schüsse, das geht ja super. Also für die Großen nehme ich das Jagdgewehr. Gewehr. Gaga-Gewehr. Bazinga. Ha. Nicht schlecht. Das dauert aber auch. Tatsache. Dann bleibe ich lieber beim Revolver. Aber gut, dass wir gerade das ausgestattet haben bei den zwei Dicken. Ah, oh, shit. Ist da vorne das Haus schon? Das kann doch nicht sein. So. Kurz Stille halten. Jawohl. Was haben wir hier? Revolver-Munition und wieder Batterien. Oh, das geht doch super. Lithium-Batterien. Ich glaube, das sind immer vier Stück normale Batterien oder die halten länger. Ich weiß es nicht. Es durch den Wald schaffen. Komm hier so einfach durch. Nee, ne? Oh, doch. Piep. 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 Zwei Fackeln haben wir noch. 42 Patronen. Also wir sind eigentlich gut ausgestattet, außer bei den Fackeln. Magert so ein bisschen. Mangelt es nicht. Ja. Kettensägen, na klar, das fehlt natürlich noch. Kettensägen. Scheiße. Wollt ihr mich rollen? Oh, das geht perfekt. Alter. Frisst das. Ach, herrje. Krass. Oh, shit, nur noch eine Fackel. Und nur noch vier Patronen. Kacke. Dann wechsle ich mal zum Revolver. Aber nicht schlecht. Ein Schuss bei den normalen. Das ist perfekt. So, gibt's hier noch was? Ein bisschen Gewehrmunition wäre echt cool. Aber hier scheint es nichts weiter zu geben. Ich will auch nicht weiter tiefer in den Wald gehen. Aber schön, dass man... Die Wege sind zwar klar, wo man immer lang muss. Ist ein bisschen schade. Aber ich weiß auch nicht, ob man es anders machen konnte. Hätte machen können. Aber schön, dass man noch ein bisschen sich so die Umgebung angucken kann. Und es ist wirklich eine geile Umgebung. Also hammergeile Atmosphäre. Oh, hier gibt's Licht. Ihr wisst gar nicht, wie erleichternd das ist, wenn man ins Licht kommt. Das ist so geil. Treupunkt erreicht. Oh Gott, sind das Bären? Barry? Die Veranda ist voller Vögel. Es ist wie bei Hitchcock. Halt dich versteckt. Ich bin unterwegs. Öffne nicht die Tür. Bin ich denn verrückt? Versteck dich. Ich bin bald da. Lass auf jeden Fall das Licht an. Zu Barry zurückkehren. Also wir haben es durch den Wald geschafft wahrscheinlich. Aber wir sind leider noch nicht ganz durch, Leute. Meine Güte, meine Güte. Ich musste zwar noch Barry bei der Hütte erreichen, Campingplatz. Aber wenigstens war ich aus dem Wald. Ob das so gut ist? Ah, ich weiß ja nicht. Oh, wir sind voll. Mist. Hier passiert noch was. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Und diese ganzen Raben. Boah, als würden sie ganz hässlich lachen. Warum ist das Licht an? Warum ist das Licht vom Auto an? Waren wir hier schon mal? Nee, hier waren wir noch nicht. Ich hab schon mal gesagt, Toiletten in Horrorspielen ist... Das halte ich nicht aus. Manuskriptseite? Ich dachte, die liegt im Müll. Scheiße. Ihr wollt mich verarschen, oder? Alter. Scheiße. Hier gibt's nichts.
Jagd. Super, super, super. Moment. Ich will mal nachladen. Da waren nämlich nur noch 4 Patronen drin und es passen 5 rein. Jetzt haben wir nämlich 7 insgesamt. Alter, Alter, Alter. Ich musste den Garagenschlüssel finden. Ach, herrje. Ach, du willst mit dem Auto fahren? Wenn der jetzt hier auf Toilette ist, dann wundere ich mich aber... Oh, flackerndes Licht ist auch eklig. Ganz cool, ganz cool. Mit dem Schlüssel käme ich ans Auto. Ah, super. Oh, und... Eine Geschichte ist keine Maschine, die einem gehorcht. Sie ist eine Bestie mit einem Eigenleben. Man kann sie erschaffen, sie formen, aber je größer sie wird, desto mehr fordert sie ein. Nur eine Sache zu ändern, setzt eine Kettenreaktion von Geschehnissen in Gang, die sich über die ganze Geschichte ausbreitet. Diese Geschehnisse müssen zur Logik der Geschichte passen. Nur ein Fehler und die Magie ist dahin. Die Geschichte stirbt. Alice stirbt. Scheiße. Also wir müssen uns dran halten, was hier... Oh, Alter! Oh, ich hab's gewusst! Nee, hab ich natürlich nicht gewusst. Oh! Hat der Spasti auf uns gewartet? Hat doch schon eine Wurst gedrückt wahrscheinlich und hat sich gedacht, oh, lassen wir ihn erstmal den Garagenschlüssel suchen, ihn, sich die Sendung angucken. Oh, hoho, nice. Verzeihung. Und aufschließen. Wenn da jetzt noch einer drin ist, Alter, dann laufe ich im Dreieck. Steigen Sie ins Fahrzeug. Oh, jetzt ein bisschen Burnout. Take me down to the Paradise City. Tatsache, wir können fahren. Komm her, mein Dicker. Kann man ihn tatsächlich mitschleppen? Jetzt können wir ihn überfahren, oder? Hoppala. Das ist ja nice. Wusste ich gar nicht. Boah, ich guck gerade mal, ob es hier vielleicht noch irgendwas gibt. Das ist ja mal richtig geil. Haben wir auch... Ach, da vor oben haben wir sogar eine Batterie. Wieso aufhalten? Noch durchfahren, würde ich sagen, oder? Blinker gesetzt. Wo müssen wir denn hin? Huch. Mit der Steuerung komme ich nicht ganz so klar. Wo müssen wir denn lang? Ich folge mal einfach mal hier, das sieht so offensichtlich aus, dass wir hier lang müssen. Alter, jetzt lasst mich doch mal in Ruhe. Huch, das Licht geht nicht mehr. Doch. Muss ich lang? Ich habe keine Ahnung. Boah, es ist eklig, das Auto zu steuern. Da kommen wir nicht lang. Ach, da. Hui. So. Überall die Lichter an. Gott sei Dank auch. Also. Oh, unser Auto ist fast kaputt. Hallo, können wir nicht rückwärts fahren? Uff. Was ist das? Da ist eine Thermosflasche. Und ein Rabe. Schon geil.
Oh, und das Auto qualmt wie verrückt. Müssen wir hier lang? Ich habe noch nicht lange den Führerschein, okay? Sind wir richtig? Ich habe keinen Plan. Wirklich nicht. Sieht aber gut aus. Sieht sogar sehr gut aus. Ja, wir sind da, Leute. Passt so gut wie. Hier war ja der Rusty. Der ein schlimmes Schicksal erlitten hat. Oh. Oh. Kommen wir da durch? Nee. Wir müssen raus. Nein. Kontrollpunkt erreicht. Kommen wir jetzt da durch? Boah, ich wollte schon sagen, das wäre jetzt richtig kacke gewesen. Feuermunition. Leuchtpistole? Leuchtpistolen sind geil. Die Leuchtpistole war vermutlich die bestmögliche Waffe gegen die dunkle Bedrohung. Auf jeden Fall. Ja, ich wollte die Leuchtpistole. Haha. Zwei Hammer sogar noch. Komm schon. Super. Super. Oh, wir sind fast da. Kontrollpunkt erreicht. Leute, wir sind gleich da und ich mache eine kurze Pause und wir sehen uns gleich zurück, wenn es heißt Alan Wake. Bis dahin, ciao.